So, willkommen heute noch zu einem weiteren neuen Klicker. Diesmal Transport Defender mit sage und schreibe, wie viel waren das? 245 Errungenschaften. Also mal sehen, wie viel ich jetzt bei dem ersten Anspielen da bereits davon erreichen werde oder worum es sich da im Endeffekt dreht. Wahrscheinlich ist jeder einzelne Klick sozusagen fast mit einer Errungenschaft belegt. Also ich schaue gerade mal ganz kurz durch. Also kommt vervollständige verschiedene Sektoren, töte Aliens, Bosse, Feinde, vervollständige Sektor, da. Also das meiste bezieht sich einfach nur Alien, Kills und Transfers und naja, mal schauen, wie viel Errungenschaften es dann im Spiel hagelt und mal sehen, wie lange sich das Spiel dann tatsächlich sinnvollerweise spielen lässt. Okay, das sieht erstmal so aus wie ein, wie heißt das Ganze, dieses alte Arcade-Game, wo man einfach hier nur irgendwelche Außerirdischen sozusagen abgeschossen hat. Und ja, im Moment hier einfach nur rechts zu links so ein bisschen steuern. Während ich hier schon mal die ganzen Aliens platt mache, mal gucken, was er jetzt eigentlich von mir will. Abilities are unlocked automatically on certain levels. 15, 20. Use Hotkey to activate ability or space to activate all battle abilities at once. Okay, alles klar. Enemies spawn in waves moving from the top to the screen. Okay, ja, da sind ja schon ein paar Mal. Jedes Mal, wenn ich sie töte, bekomme ich Geld. Okay, da oben läuft mein Geld aktuell mit. Und gut, das ist mein Turret. Ich muss sie nur im Endeffekt rechts und links bewegen. Okay, jetzt habe ich mir das letzte nicht angeschaut. Gut. You can reassemble weapons on certain levels, starting from 10. It starts for current weapons or all weapons. Okay, also hier kann ich irgendwie die halt verbessern. Dann natürlich DPS erhöhen und dann noch, ja, Multiplier eben gibt es dann natürlich auch. Und Plus und Minus to change amount of levels to buy. Alles klar. Plus, Minus, Minus. Ja. Oh, 1 Million Level auf einmal kaufen. Naja, das wird noch ein bisschen dauern. Gut, das war's. So, dann noch die Minigun dazu. Mal gucken, kann ich die schon kaufen? Ja. Level 1. Schießt die von alleine? Ja, die muss ich nicht aimen. Okay, cool. Also nur mein erstes Ding muss ich aimen. Okay, und damit habe ich schon die erste Errungenschaft bekommen. Use Sector Control to navigate between sectors. Auto move toggle to automatically move to the next available sector. Okay, ist im Moment enabled Auto Sector. Ist aber im Moment eh eingeschaltet. Go to next sector. Okay, das zählt einfach runter. Soweit, so gut. Unlock Weapon Wafer. Okay, erstmal gucken, was jetzt das hier alles sind. Also, das sind Weapons, das sind Auto-Buy, Auto-Buy Disabled, Auto-Buy Reassemble is Disabled. Das heißt, da kann ich dann einstellen, dass der mir das ganze Zeug schon mal abkauft. Und hier sehe ich auch dann schon mal, wie viele verschiedene Waffen es geben wird. So, Statistiken. Ja, mein erster Sektor habe ich vervollständigt. Und ansonsten einfach nur viele, viele Zahlen, Min und Max. So, hier muss ich mich eigentlich im Moment nicht sehr drum kümmern, was da passiert. So, das sind die Achievements. So, was bringt denn jetzt, wenn ich... mit dem Klicken kann ich meinen Overdrive aktivieren. Und dann bekomme ich, was auch immer ich dann neunfach bekomme. This overdrive meter, it represents your current turn damage multiplier. Click on battlefield to increase it decays over time. Gut, das heißt, spread damage bonus to other weapons. Aber es sieht nicht so aus, als würde ich dadurch Geldbonus bekommen. Aber gut, das ist dann sozusagen die einzige Klickermechanik, dass ich meinen Overdrive natürlich auf Maximum halte, um den Schaden hochzubekommen. Also 4500 war jetzt der Schaden, natürlich neunfach gegenüber dem
sind das 35.000 oder sind das 35 DPS Schaden? Das heißt, der erreicht im Moment eh das Maximum. Und da sind jetzt gleich wieder die nächsten Errungenschaften aufgeblockt. Achso, die sind hier sozusagen geblockt. Das heißt, der Destroyer gibt 30 Errungenschaften. Da habe ich jetzt schon die ersten 3 erreicht. Hier im Mausbreaker die ersten 7, weil ich natürlich schon etliche Klicks jetzt automatisiert habe, die jetzt gerade schon durchgereicht wurden. Und deswegen Money Reward 1,08 Multiplier, das sind alles Damage Rewards. Hier ist wieder ein Money Reward und hier ist ein Locked Cargo Reward. Mal gucken, was das Locked Cargo ist und was ich damit noch anstellen kann. So, schau Projektiles, dann explodieren die einfach ohne irgendwas. Schau Effects, das heißt, dann explodieren die ohne Dingsbums. Schau Reward, das heißt, das sind dann die Zahlen, die dann aus- und eingeschaltet werden. Tooltips sind natürlich, dann kriege ich hier nicht mehr angezeigt, worum es eigentlich dabei geht. Und die HP ist dann natürlich auch noch interessant. Enable FPS Limit. Ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Und hier natürlich Scientific. Wobei das im Moment noch keinen großen Unterschied macht. Dazu sind die Zahlen noch zu klein. Okay, Russisch, Englisch, naja gut, das Russisch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Tutorial und Progress, das will ich auch nicht und Spiel will ich auch nicht verlassen. Gut, dann zurück zu meinen Turrets, dann hier, also meine Cargo Operations. Boss has more HP and bigger rewards and you need to kill in time. Also 23 Sekunden, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Helfen wir noch ein bisschen nach, dass meine Damage einfach noch ein bisschen hoch geht und dann ist der auch ganz schnell Geschichte. Wieso ist das jetzt eigentlich der erste Boss? Ich bin doch schon, achso, alle 5 Sektoren taucht nur ein Boss auf. Gut, damit habe ich jetzt auch schon den ersten Boss-Kill als Errungenschaft bekommen. Und also, unlock Wafer, it will allow you to buy it for money. So, aber das heißt, dazu brauche ich Cargos. Freeze, unfreeze Cargo, frozen Cargo can't be spent. Feature bound to current Cargo work with frozen Cargo as with normal. Okay, also ich habe mir mal nichts eingefallen, aber ich habe auch kein Cargo. Cargo und locked Cargo. You receive one Cargo every 20 cent sectors. Okay, das dauert noch eine Weile. You receive locked Cargo from Boss Kills nach Sektor 20. Ah, you need to transfer Lock Cargo to Cargo. This will reset your sector progress and weapon. Ah, okay. Also ein paar bekomme ich so. Alle 20 Sektoren. Einen zumindest. Und danach bekomme ich Lock Cargo, die ich halt eben logischerweise erst durch ein Reset freischalte. Gut, soweit, so gut. So, Features. Gruppe 1, Gruppe 2. Okay, keine Ahnung, was die Features sind. Wann die kommen, wo die kommen, wie die kommen. So, Info. Okay, das sind die Features, die ich dann kaufen kann. Zarkan Monument. Max Level 100.000. Also das sind wahrscheinlich sowas wie die Götter dann. Das heißt, eine Cargo muss ich dazu aufgeben. Und ich habe dann einen Damage Multiplier von 1,2 mal 0,05 mal Level wahrscheinlich. So, also Damage, Money Reward, Money per Klick. Das hat nur Level 500. Dann, das ist nur einmal, Auto Buy Weapons. Ah, das ist noch gar nicht freigeschaltet, das kann ich noch gar nicht aktivieren. Buy Features to Enable Upgrade. Na gut, gut zu wissen, dass das noch nicht automatisch da ist. Broken Mouse Symmetry, Overdrive Max. Ah ja, dann geht es weiter nach oben. Das heißt 10 plus 2 mal Level, also 5000. Also 10 plus 5000 dann irgendwie. Wobei das sind wieder Prozentangaben, also 500 wäre dann der Faktor. Aber wer weiß, wie stark die natürlich. Ah, okay, hier steht. Also der Preis pro Level multipliziert sich mit 3, während hier die linear ansteigen. Also mit 10. Boah, hier ist es mit einem Multiplikator von 10. Und das noch pro Level. Also, das wird dann schon recht heftig. So, Ability Duration, Alien Money Reward. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufleveln, damit es mal ein bisschen schneller geht hier. Okay, das sind tatsächlich nur Bruchteile von
Treffern gewesen. Also 20,2 ist aktuell der Dingsbums-Turret. So, dann kann ich ja den mal noch dazu kaufen. Und den kann ich noch nicht dazu kaufen. Aber dann. So, das heißt, die werden hier nach und nach platziert. Und wahrscheinlich kann ich hier mehrere davon kaufen. Ich kann die Farbe dann ändern. Vielleicht. Irgendwie. Irgendwann. Und ich kann sie einzeln an- und ausschalten. Kann ich den mal ausschalten. Okay. Naja, kann man sich so ein bisschen anpassen, wie es dann aussehen soll. Also, die Feature kann ich mir eh noch nicht kaufen, weil ich hier sowieso noch nicht allzu viele Cargos habe. Aber mal gucken, wann ich da jetzt bald die erste bekomme. 10 Sektoren habe ich ja noch vor mir dann. Und auf jeden Fall gibt es hier auch eine Unmenge. Aktuell bis 203. Und die brauchen im Millionenbereich, also 119 Millionen von diesen Cargo-Dingern. Also, ja, da gibt es viel, viel zu tun. So, das hier dürfte jetzt wohl die Premium-Währung sein. Schauen wir gleich mal nach. Also 110 Coins gibt es hier, 4,95 und so weiter und so fort. Hier gibt es 1x20 Coins, die man wahrscheinlich nur einmal bekommt für 1 Euro, so mal für den Anfang. Und das größte Paket sind für knapp 100 Euro 3500 Coins. Naja, aber da es ein Free-to-Play ist, muss ich das ja nicht tun. You can gain up to 5 Coins per day for playing. Das ist ja schön. Also das heißt, so wie bei den Clicker-Heroes, dass man die Rubies einsammeln kann, kann ich das hier auch bekommen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie bekomme ich die? Muss ich dafür irgendwas machen? Skip time, das ist eh interessant. Locked Cargo Reward mal 0,2 per Level. Dann Damage 5-fach pro Level. Money Reward. Skip Transfer, Get Cargo Now. Ah ja. So, jetzt Random MK und Random Color Crystals. Get 500. Oh, das heißt, ich muss irgendwie Color Crystals bekommen, damit ich hier die Farben ändern kann. Und dann gilt das wahrscheinlich nur einmal. Das heißt, das ist dann irgendwo ein Verbrauchsteil. Naja, muss man dann mal gucken. Okay, und das hier ist dann das Leaderboard. Weiß nicht, ob das jetzt mein First Contact. Nee, First Contact war ja wahrscheinlich, dass ich jetzt hier irgendeinen Alien erwischt habe. Und es gibt noch Hilfe. Join Discord Channel. Links in Discussion. Of Raito Coconuts Havers. Na gut. So, das hier geht automatisch weiter. Das ist, die sind, glaube ich, mal gucken, wann fangen sie an? 20.8. Also sind so einen guten Monat jetzt auf Steam zumindest mit den Updates und haben eigentlich fast täglich irgendwelche Updates rausgebracht. Okay, hier wird es ein bisschen grober. Natürlich verschiedene Fix und so weiter. Und das letzte war jetzt am 23.9. Also von mir aus gesehen gestern. Gut, wie kriege ich das wieder zu? Gut. So, ja, was gibt es jetzt zu tun? Was soll ich denn machen? Mein Overdrive nach oben pushen. Der Overdrive funktioniert aber nur für mein Turret. Also für die anderen ändert sich da gar nichts. Auch gut zu wissen. Ist Keyword bei Prozent of Max Available. 25%, 50% oder 100% der verfügbaren. So, du bist jetzt. Ah, okay, jetzt habe ich. Ach so, nee, das sind ja nicht die Colors, sondern das sind die Reassemble Level 1, Required Weapon Level 10 und dann feuert er doppelt so schnell. Und hierfür brauche ich Level 25. So, was kann ich denn hier einstellen? Level 10, 15. Ah, das sind dann auch Sprünge. Das heißt, der macht in 25er Schritten dann die Einkäufe. Und hier brauche ich dann das vor allen Dingen, also das finde ich ziemlich praktisch, wenn die dann in diesen Sprüngen arbeiten. Und was bekomme ich hier? Auch Feuerring ratet mal 2.
und Bonus add additional barrels. Was sind für Barrels? Das sind die. Also, dass ich im Endeffekt eine doppelläufige Kanone jetzt da habe. So, solange das hier in 25er Schritten weitergeht, ist es ja ganz sinnvoll, das so zu handhaben. Und dann Damage mal 3. Und jetzt natürlich nochmal. Jetzt habe ich was? 85.000. So, dann machen wir mal die anderen aus, weil die sind jetzt ein bisschen nervig, wenn ich da versuche, selber ein bisschen zu zielen, auch wenn eigentlich kaum irgendwas übrig bleibt. Und ich habe mein erstes Cargo bekommen. Mal gucken, ob ich damit was Sinnvolles anstellen kann. Ein Tsar Cannon Mount Monument. Unlock Feature will have a null level. Bonus is activated after first level up. Okay, das heißt, das Ding nützt mir gar nichts. Na gut, ich kaufe es trotzdem erstmal. Unlock Feature Second Hand Shop. Naja. Gut, das heißt, sobald es abgelevelt wäre, hätte das Tsar Cannon Mount einen Damage Faktor von 1,2. Oder so ähnlich. So, also dann geh doch mal schnell ein paar Sektor weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie lange stelle ich jetzt hier irgendwas an? Okay, ich habe jetzt die nächsten Errungenschaften freigeschaltet. Es geht natürlich relativ flott an der Stelle. Das heißt, beim Mousebreaker bin ich jetzt bei Stufe 9. Mal gucken, ob der langsame irgendwie schneller funktioniert, weil ich habe hier. Ne, ich kann da ruhig den schnellen laufen lassen. Und habe dann ja, die Mousebreaker wahrscheinlich relativ bald erfüllt. Jetzt mit 5100 kommt dann der nächste. Schade, dass ich natürlich nicht direkt schon irgendwie da draufklicken kann. Aber es wäre auch mal an der Zeit, die anderen noch ein bisschen hoch zu leveln. Mal gucken, Level 25 voll zu machen und die Damage ein bisschen verbessern. Die Gauss Cannon gleich mal dazu holen, weil das wird sicherlich auch lohnen, hier noch ein bisschen mehr zu haben. Die Gauss Cannon ist jetzt da hinten angeschaltet. So, dann machen wir die auch mal aus. Also sobald ich das Feld verlasse, schießt er nicht mehr in die Richtung, sondern schießt einfach geradeaus nach oben. Das ist natürlich für den Boss dann recht ideal, weil dann komme ich bei dem natürlich super schnell durch. Aber sonst ist im Moment nicht viel zu tun. So, da kann ich hier das vierte Upgrade kaufen und der Mousebreaker ist bei 5000. Das hat er jetzt dann auch aktualisiert schon bei Steam. So, 20.000 und nochmal eine Verdopplung der Firing Rate. So, hier den 50er hatte ich schon und der braucht noch ein bisschen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich jetzt noch irgendwie beschleunigen oder anstellen oder irgendwie machen, dass mir nicht so langweilig wird, während hier meine Kanonen dafür sorgen, dass ich meine Ware, wohin auch immer ich sie liefere, was auch immer ich anstelle. Moment mal, die Waves gehen auch immer weiter hoch. Wie viele muss ich denn jetzt pro Runde letztlich erledigen? Das stand jetzt bei 14... 15, okay, im Moment sind es 15 Waves, die für einen Sektor abgeschlossen werden müssen. Das kann ich wahrscheinlich auch mit irgendeinem von diesen super duper Upgrades dann auch ein bisschen runtersetzen.
mit Sektor 36. Also bei 40 müsste ich mein nächstes Einzelcargo bekommen und ab 80 gibt es ja dann die Frozen Cargos. Beziehungsweise Locked Cargos. Mal sehen, wie es dann losgeht und wie lange ich das jetzt tatsächlich spiele. Weil klar, es ist eine Riesenmenge an Zahlen, die da natürlich auf mich zukommen, aber im Moment ist so wenig zu tun irgendwie. Also beschäftige ich mich mal wieder weiter mit den Upgrades hier. Die haben auch dann drei Projektile. Naja, schauen wir mal an, wie das aussieht, wenn das ganze Chaos alles zusammen rumflattert. Was ist denn das eigentlich für eine... Das ist die Gauss-Cannon wahrscheinlich. So, 7 hoch 5, das dauert noch ein bisschen, bis ich die wieder bekomme. Oh, jetzt habe ich den Mausbrecher schon bei 20. Ja. Also beziehungsweise bei 20 gibt es dann das nächste. Jetzt bin ich schon mit dem Money Reward bei 1,7. Was sich dann natürlich sehr schön bemerkbar macht, denke ich, dass ich schneller Geld reinbekomme. So, Iron Man MK Upgrades 0 von 2 und UPS Man Cargo Spend. Also wenn ich meinen 40. Cargo ausgegeben habe, wobei jetzt natürlich das Problem ist, dass ich hier keine 1er mehr habe. Und sind die günstiger? Achso. Ah, natürlich. Ach, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass die natürlich dort mit 10 multipliziert werden. Das heißt, ich könnte mir dann einen Farbkristall jetzt kaufen, um dann... Ja. Um dann die Farbe von den Schussdingern zu ändern. Aber ich glaube, das lohnt sich für mich jetzt nicht so. Aber ich könnte mal gucken, was dieses MK-Upgrade genau anstellt. MK-Level give additional damage to weapon. 1 plus MK-Bonus mal MK-Level. MK-Levels persistent on transfer. Sehr schön. Dann machen wir doch das da mal. Und dann habe ich hier nämlich auch gleich wieder ein Achievement bekommen. Weil ich bin ja jetzt UPS-Man. Habe ja jetzt schon 2 Cargos ausgegeben. Wie viel mehr Damage die jetzt machen, weiß ich im Moment noch gar nicht. Aber ich könnte die Plasmakanone, den Rocket Launcher, einfach mal, dass der Bildschirm noch ein bisschen voller wird und hier irgendwelcher Krimskrams anfängt. Habe ich im Moment eigentlich Schwierigkeiten, den Schaden zu bekommen? Also leider geht das eben nur auf mein Heavy Turret. First Prototype. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was der MK-Dingsbums gemacht hat. Also um 12.22 Uhr und 23 Sekunden habe ich meinen Heavy Turret MK1 gekauft. Ist das jetzt hier eins von den Dingern? Nee, eigentlich ist es ja nur ein MK-Bonus. Das heißt, es ist einfach nur ein Multiplier für die ganzen Waffen, die ich hier aktiviert habe. So, mal gucken, also wie weit geht denn das jetzt eigentlich runter? Ich bin jetzt gerade bei Laser angekommen. Beim Gatling Laser. Okay, muss ich nochmal gucken. Also, nee, beim normalen. Also Rocket Launcher und Laser sind aktuell. Ja, also die beiden. Das heißt, ich habe hier noch 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 weitere Waffen, die ich freischalten kann. Max Level for Autobuy, 0, no limit. Ja, also ist ja noch nicht aktiv, habe ich ja noch nicht freigeschaltet, muss ich erst mit den Cargos dann anstellen. Und im Moment geht es etwas langsam vorwärts, Zeit mal hier wieder den 25er rauszuholen. Und zu schauen, bei wem ich hier jetzt noch ein bisschen einkaufen kann. So, Damage mal 3. Wo geht es denn jetzt hier weiter? 4,77. Da kann ich dann die 100 voll machen. Und meinen steuerbaren Dingsbums dann nochmal einen deutlichen Schub geben. Weil ich bin schon Level 100. Ich muss es eigentlich nur kaufen. Jupp. So, jetzt geht es mit 150, add additional barrels. Das heißt, da müsste dann wieder so ein Ding dazu kommen.
Ja, ich kann auch nach unten schießen. Hat zwar wahrscheinlich nicht viel Effekt, aber man kann es ja einfach mal machen. So, aber das heißt, ich bekomme dadurch, dass ich diesen Multiplier bekomme, na gut, der Rocket Launcher hat auch einen Exponent hoch 6 schon an Damage. Jetzt könnte ich eigentlich nochmal gucken, wo waren jetzt die Einstellungen? Hier waren die. So, Engineering ist nämlich, soweit ich weiß, da wird das Komma immer wieder nach hinten verschoben. Nee. Und Scientific ist eigentlich, dass es... So, jetzt habe ich hier 2 Nachkommastellen, während ich hier eine variable Anzahl Nachkommastellen habe. Nee, irgendwie passiert da auch nicht wirklich was. Naja. Aber ich dachte eigentlich, dass da die Kommata verschoben werden. Aber vielleicht ändert er das auch nur... Ah, okay, ja. Number Format Restart Required, alles klar. Genau, bei Engineering, da verschiebt sich normalerweise das Komma, während Scientific die Komma-Position fix bleibt. Es bleibt halt nur eine Stelle davor und wird dann in dem Zuge angezeigt. So, solange ich nicht in der Mittelbox bin, ist er letztlich am besten vorbereitet, um den Superboss dann zu killen. So, hier brauche ich noch auf 75 und ich brauche jetzt 1 hoch 26. Ja, kommt, strengt euch mal ein bisschen an hier, damit das nicht alles immer so lange dauert. Kann ich eigentlich immer so rechts-links machen, so, sobald die nächste Welle auftaucht, dass ich die schon wegputzen kann. Und genau, hier jetzt mal den Damage hochbringen. Und du wolltest... Ah, 3 hoch 5 ist ja nix, das kriegst du sofort. So, das nächste, was ich mir jetzt anschauen will, ist dann Sektor 80 und mal sehen, wie viele gebundene Locked Cargo es dann tatsächlich gibt und wie schnell sich das dann lohnt, ein Reset zu machen. Oder ob man einfach noch ein bisschen, ja, Level 100, Level 200, keine Ahnung, wie weit es dann sinnvoll ist, weiterzuspielen, bevor es lohnt, dass ich die Cargos tatsächlich reinhole, um natürlich meine Cargos dann auszugeben und von den Boni zu profitieren. Mal gucken. Wieso muss ich eigentlich den Waiver freischalten? Ist der jetzt in der normalen Liste aufgeführt? Sind manche Waffen erst... Ah ja, manche Waffen sind dann eventuell erst verfügbar, wenn ich den hier freigeschaltet habe. Das heißt, weiter als bis zum Schwarm Locket Rauncher oder was auch immer das da ist, werde ich wahrscheinlich eh nicht kommen, ohne dass ich hier halt Kisten ausgeben muss. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Mechanismus drin, dass ich eben nicht beliebig lange weiterspiele, weil ich mit den bestehenden Waffen wahrscheinlich einfach gar nicht so weit komme, die so weit aufzuleveln, dass die dann noch die Bosse in vernünftiger Zeit schaffen. So, jetzt kann ich noch mal ein bisschen gucken, was jetzt hier eigentlich alles für Errungenschaften aufgelaufen sind. Wobei hier ja leider nicht viel dazu steht. Also ich gucke mir die dann mal bei Steam an. Und guck mal, was sich da jetzt von... Also 17 Errungenschaften sind jetzt aktuell schon übertragen worden. Das eine ist dafür, dass ich eben einen Sektor vervollständigt habe, dann, dass ich oft geklickt habe, dass ich einen Alien-A, diese orangen, runden Dinger, das waren die Alien. Dann natürlich einen Boss, habe ich ja vorhin schon gekillt. Klar, muss ich ja immer am Ende von 5 Sektoren. Und dass ich ein Feature freigeschaltet habe. So, dann noch mehr Enemies, noch mehr Geld. Klick, 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 klick. Das ist dann ziemlich viel zusammengekommen. Und ein erstes MK-Upgrade und Spend Cargo. Also das, was mir jetzt noch fehlt an einzelnen, also wo ich noch gar keinen bekommen habe, ist natürlich ein Transfer, weil das ist natürlich der Reset, den ich auf jeden Fall dann noch mit euch machen werde. Und ansonsten, ich soll die Beam-Plattform freischalten. Das ist wahrscheinlich auch was Spezielles. Und ich soll einen Color-Crystal kaufen. Charakter Customization, naja, das ist werde ich mir dann auch nochmal anschauen. Und einen werde ich da mit Sicherheit kaufen.
So, die Mausbreaker, da kommen noch eine ganze Menge dann. Hier habe ich die Color Crystals noch nicht. Da kommen noch mehr dazu. Aber ich glaube, das sind so die ganzen Mechanismen, die gibt es dann halt einfach, also beziehungsweise das sind so die systemischen Upgrades. Und davon gibt es dann halt einfach nur eine ganze Menge, die dann auch alle in Steam abgebildet sind. Das heißt, ich kann ja, müsste auch hier 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Wow, Collector. 203, um verschiedene Features freizuschalten. Also ich weiß nicht, ob man für jedes Feature dann eine eigene Stufe bekommt. Aber ja, stimmt, das waren ja hier vorhin schon. Das sind die 203 Feature, die wahrscheinlich alle freizuschalten sind. Das ist sicherlich auch ein Spiel, das Jahre dauert, wenn ich da nicht irgendeinen großen Mechanismus übersehen habe, der dann so viele Multiplikatoren schafft, dass man das irgendwie schneller schafft. Oder man mit irgendwelchen Time Warps sich das beschleunigt. Egal, ob man die jetzt kauft oder ob man einfach die Uhrzeit an seinem Rechner umstellt, weil keine Ahnung, ob das Spiel das auch zulässt. So, ja, dann hier nochmal 175. Okay, das werden dann aber nicht alle abgebildet, weil es sind ja dann doch nur etwa 245 bei Steam und das hier allein wären ja schon fast 400, 5000 Stufen, 10.000 Stufen. Complete Sektor 100. Oh. Selbst wenn das jedes Mal nur so ein Faktor 100 ist, sind das irgendwie wahrscheinlich 1 Million Sektoren oder sowas, die ich dann erledigen müsste. Oh, Abilities. Ah, hier unten sind meine Abilities. Adrenalin Rush, Max Overdrive für 120. Nee, das ist wahrscheinlich nur einmal aufgepusht. Dann die Feuerringrate für 20 Sekunden mal 2. Dann Geld zweimal 60 Sekunden, also 10 Minuten Cooldown. Wir haben alle 10 Minuten Cooldown. Toy Star Damage mal 2. Dann Critical Chance plus 50 für 20 Sekunden und Ballshoot. Critical Damage mal 5. Ja, die könnte ich ja jetzt alle mal reinhauen. Einfach um das Ganze gleich mal zu beschleunigen. Und dann hätte ich auch gleich alle 5 in Action. Also machen wir mal den Overdrive erstmal voll und dann alle Abilities aktivieren. Fühlt sich jetzt nicht sehr viel schneller an, weil wahrscheinlich war einfach Damage nicht das große Problem. Mal gucken, wie es dann mit dem Geld ausgeben ist. Ja, aber auf jeden Fall, der Boss ist super schnell weg gewesen. Aber es dauert halt 15 Waves und ja, jetzt laufen die Sekunden. Hey, da habe ich was freigeschaltet bekommen. Das war vorher noch nicht da. Ein Firework, Cooldown 60, Bonus AOE Sites mal 3 für 20 Sekunden. Okay, das heißt, dann habe ich, den starte ich jetzt gleich mal noch. Weil dann ist er zur gleichen Zeit resettet und ich habe den einfach mal aktiviert. Und dann habe ich jetzt hier Ability Activation 6 von 10. Also da habe ich jetzt auch meinen ersten Multiplikator bekommen. So, jetzt ist nur noch das MK Riron. Locked Cargo Reward mal 1. Also die werde ich auch kaufen müssen, zumindest um diese Sachen zu bekommen. Aber jetzt kaufe ich erstmal eine Farbe. Also her mit der Farbe. Und Customizing. So, mein Heavy Turret, also das, womit ich ziele, lila. Lila ist die einzige Farbe, die ich auswählen kann. Super. Also das heißt, ein Color Crystal ist, ja, also der Mechanismus ist nicht so, dass ich sozusagen die Farbwechsel kaufen muss, sondern ich muss die Farben freischalten. Und ja, also nochmal schauen, wie viele Farben sozusagen im Steam da vorgesehen sind, weil da steht ja zumindest so und so viel maximal freizuschalten. Dann kommen, wo stehst du? Color Crystals. 100.000 Color Crystals? Das kann doch nicht sein.
kriege ich wirklich 100.000 Farben zusammen, die werden doch dann kaum noch unterscheidbar sein. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall werden die auch deutlich teurer. Color Cost Exchange, Color of Weapon, Proctel and Hit Effect. Ah ja, da ändern die auch was. There's Achievement and Feature that give Damage Bonus based on amount of Color Crystals you have. Ja, okay. Habe ich ja schon gemacht. So, die 4, das wären nochmal 80 Level weiter, bevor ich dort genug wieder zusammenbekomme. Also jetzt mal wieder die 25. Die kann ich hier auf jeden Fall kaufen. Und hier, jetzt müsste ich noch ein drittes da. Oh, jetzt haben sie sich wieder verdoppelt. Das heißt, nicht nur eins dazu bekommen, sondern tatsächlich jetzt eine Doppel-Zwillingskanone. Und bei 200 gibt es wieder Damage mal 3. Oh, ja, im Moment richte ich ziemlich wenig Schaden an. Da muss ich mal ein bisschen nach oben, also den Multiplier hochbringen. Okay, den Laser habe ich noch nicht gekauft. Dann kaufe ich mal jetzt noch den Laser und mal gucken, wie das dann angezeigt wird. Für das nächste, weil den Weaver muss ich ja eben erst freischalten, bevor ich den nutzen kann. Auf jeden Fall sind die Aliens zumindest nicht sehr häufig und die Frage ist, ob sie, außer dass sie Aliens sind, tatsächlich noch irgendwelche Specials fallen lassen. Vielleicht haben die ja Sondercargos oder sowas drin. Muss ich mal ein bisschen drauf achten, weil ich habe jetzt natürlich nicht viel mitbekommen, ob hier häufiger irgendwelche von diesen runden Schiffen aufgetaucht sind. Ja. Ja, das Klicken anlassen, wobei ich hier den langsamen Klick letztlich auch laufen lassen kann. Dann muss ich den schnellen gar nicht benutzen, um den Multiplier oben zu halten. Also, jetzt noch den Laser dazu. Und, ah ja, genau, die Schwarmgeschichte gibt es ja auch noch, bevor dann das andere ist. Aber wieso habe ich jetzt eigentlich nicht auf Lila umgeschaltet? Ist ja jetzt nicht so schlimm. Okay, fällt auf jeden Fall auf. Wenn man so ein bisschen Zen-Meditation machen will oder irgendwie halt etwas Beruhigendes braucht, dann kann man das Spiel eigentlich ganz gut spielen. Einfach nur so ein bisschen die Maus nach rechts und links wandern lassen. Das Klicken ist ja jetzt nicht so dramatisch, beziehungsweise wenn man es eher automatisiert hat. Ist auf jeden Fall lustig, dass man natürlich durch das Klicken dann nicht allzu viel Bonus bekommt. Damit ist es sehr limitiert. Das heißt, man kann durch Klicken zumindest das Spiel nicht besonders pushen, weil der Overdrive ist ja sowieso vorgesehen. Aber wenn ich den Overdrive jetzt benutze, bringt es mir eigentlich auch nichts, weil das ist eigentlich nur dann zum Aufladen. Und dass er halt natürlich stehen bleibt. Wobei, nee, er bleibt nicht stehen. Auch wenn der Overdrive aktiviert wurde, ist nur einmal die Max-Aufladung und dann geht es wieder runter. So, hier wollte ich jetzt noch den auch dazu holen. Ja genau, das erste ist ja bei 10 schon verfügbar und das 25er schaltet dann gleich noch einen weiteren frei. Jetzt wären aber tatsächlich noch ein paar mehr Goldboni hilfreich. Mal gucken, wie jetzt sich das mit der Maus verhält. Ah, für Gold gibt es natürlich auch einen Bonus. Wobei das aber nur das aktuelle ist. Ja genau, Current Money, nicht das generell Collected Money. Das heißt, bis 1 hoch 10 ist das auch da noch ziemlich lange hin. Wo waren denn, achso, die Maus-Sachen waren weiter oben. Also 40.000, das heißt, da ist auch mal so ziemlich verdoppelt, bis ich dann dort wieder das nächste Achievement freischalte. Da lohnt es sich natürlich dann schon, den schnellen Klicker einzuschalten, um die möglichst schnell zu bekommen, um zumindest diesen kleinen Money-Geld-Multiplikator halt wirklich zu erfüllen. So, alle aufs Mutterschiff. Wieso hat das jetzt eigentlich dann... Naja, das heißt, ich muss mit meinen anscheinend doch einen ziemlichen Schaden erreichen, wenn sich das dann so gut fokussiert. Ich bin ja mal gespannt, ob ab Level 80 trotzdem noch das eine freie Cargo zur Verfügung gestellt wird. Und ja, mal sehen, ob es auch irgendeine Beschleunigung gibt, dass man nicht jedes Mal vom Anfang an starten muss. Wobei kann ich ja mal ein bisschen suchen, ob in diesen Leveln hier irgendwas steht, von wegen Startlevel irgendwas.
Overdrive per Kill, Autobuy Weapons, Alien Money Reward. Also die Aliens geben anscheinend dann auch ein bisschen mehr Geld. Ich kann für die 20 Sektoren Belohnung kann ich dann auch nochmal ansteigen lassen. Adrenalin Rush, das war das erste. Alle 2 Minuten würde das automatisch aktiviert werden. Das ist wahrscheinlich, wenn man nicht selber aktiv ist, ganz hilfreich. So, Money Reward mit X Mult Chance. Levels to buy per Autobuy. Ah ja, das heißt, das ist auch dann nochmal unterschiedlich, wie viele ich gleichzeitig kaufen kann. Damage Enemies on Ability Activation. Start Money Multiplier. Money after Transfer Multiplier mal Enemy Reward at Starting Sector mal Magic X. Wow. Damage Boss Money Reward Ability Cooldown. Ah ja, das kann dann noch deutlich reduziert werden. Also 5 mal 500. Das wären 25 und dann irgendwie noch 2 nach vorne. Also der erste Bezug ist dann im Endeffekt schon um 5% verringert. Und das andere kommt dann noch auf 25, wahrscheinlich 25%. Das heißt, ich habe nur eine Cooldown-Verringerung von auf 60%. War das jetzt richtig? 60, 70, auf 70%. Weil 25% gehen dann nochmal runter. Scheint sich nicht sehr zu lohnen. So, Overdrive per Click, das steigt dann an. Money Reward. Starting Sektor, da habe ich es gefunden. Jump Hole Generator. So, Alien Spawn Chance, Auto Buy Weapons, Reassembly, Waves per Sektor. Aha, hier kann ich die Waves. Okay, aber ich kann es maximal um 3 letztlich verringern. Dann kann ich die Weapon Level hoch machen. Ein Money Generator. Ab 1774 kann ich den freischalten. Und pro Level bekomme ich dann. Ach nee, der kostet 2000 und das war's dann auch. Ist natürlich die Frage, wie viel der bringt. Wahrscheinlich muss ich dann weitere Sachen kaufen, um den hochzubekommen. Autobahn-Erfahrung. Ach, die kann ich dann. Die sind zeitlich begrenzt. Okay, alle 20 Sekunden. Also Autobahn kann alle 20 Sekunden aktivieren und dann maximal 5 Level aktuell kaufen. Und er muss 100% Money und keinen Discount. Ist ja lustig. Also da gibt es dann einige Elemente, die dann das dann vergünstigen und verbessern. Genau, hier ist zum Beispiel der Preis dann, die Boss, also dass die Zeit länger ist, Overdrive, Critical Chance. Dann nochmal Damage, if no clicking, okay, das hier ist dann Idle Damage. Feature Upgrade Discount Chance, Offline Time Max. Offline Time Max. Was heißt das denn? Wird dann da jetzt die Geldbelohnung angehoben oder kann ich irgendwie nicht beliebig lange spielen oder irgendwas? Also beziehungsweise rechnet der nicht beliebig lange weiter, während ich offline bin? So, Damage, Money Reward, Retry Boss after X Farming Waves. No Retreat, no Surrender. Das heißt, ich kann die Bosse nicht beliebig oft angreifen, wenn ich da einmal gescheitert bin. 5, 6, oder dass ich automatisch letztlich. Was heißt denn das? Also, wenn ich jetzt einen zurückgehe, ist natürlich das Auto. Oh, jetzt bin ich gerade schon bei einem Boss. Aber gut, den kriege ich eh klein. Ach nee. Ich bin jetzt bei einem Farming-Boss. Also ich farme den Boss jetzt sozusagen. Aber wird er irgendwie stärker? Ich glaube nicht.
Okay, ich glaube, ich muss das dann später nochmal untersuchen. Mal gucken, ob bei den Bossen, oder beziehungsweise ich werde ja irgendwann einen Boss haben, wo ich scheitere und kann den wahrscheinlich nicht beliebig sofort neu versuchen. Mal gucken. Auto-Aim, Target Accuracy. Ah, das HT, Heavy Turret. Das heißt, mein Turret geht dann automatisch so ein bisschen in die Richtung, wo es jetzt was zu schießen gibt. Ich sollte mal ein bisschen Upgrades kaufen. Okay, CD Reduce on Kill Chance, was auch immer CD jetzt schon wieder ist. So, Money Reward X Multiplier, Starting Money Multiplier. Ship Explosion Damage Chance. Das heißt, wenn die Schiffe explodieren, habe ich eine Chance, dass dann die daneben auch explodieren. Double Locked Cargo Reward Chance. Oh, Starting Sektor. Ich hatte doch vorhin schon mal. Achso, das pusht mich dann noch weiter nach vorne. Dann, okay, hier ist Offline Money Reward. 25% pro Level Bonus. Dann Damage anhand der Total Level Achievements. Dafür gibt es dann auch mehr. Dann das Money Generation zu beschleunigen. Lock Cargo, Damage, Autotransfer, Future Upgrade Discount. Ah, das ist natürlich auch gut. Dann werden die ein bisschen günstiger. Ship Explosion Damage, Heavy Turret Damage, Auto Use Battle Abilities on Boss Vis Delay. Toy Star Bonus. Was ist denn ein Toy Star Bonus? Cargo Drop Chance on Sector Completion. Dann könnte ich da noch für jeden Sektor, den ich abschließe, Cargo bekommen. One Reward, Firing Rate, Overdriving, Off Kleinen Time Multiplier wieder. Also, da gibt es dann natürlich einige, wiederholen sich. Da gibt es dann einfach bei den höheren Leveln, weil die kann man sich vorher mit Sicherheit nicht sinnvoll leisten, dass man erstmal die anderen auflevelt. Hier kann ich dann nochmal Waste pro Sektor. Am Anfang waren es ja 3, hier kann ich dann nochmal 2, dann bin ich bei 5. Money Drop Ability, beziehungsweise 5 weniger. Ich habe jetzt sowieso Waves, die schon 15 Level umfassen. Keine Ahnung, wie viel das nachher noch zunimmt. So, wo bin ich jetzt? Auto-Use Check in the Box. Ah, wo kommt der denn her? Bonus: Add 10 Levels to Random Weapon. 600, das heißt eine halbe Stunde Cooldown hat der. Aber mit 231.000 Kisten kann ich den dann automatisch aktivieren lassen. Das heißt, alle 3 Stunden. Ne, alle halbe Stunde bekomme ich dann 10 random Weapon Levels zugeordnet. Ja, so ist das. Cargo, 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 Money Reward, Starting Weapon Level, auch wieder Check in the Box Bonus. Einmal Level. Das heißt, statt 10 bekomme ich dann bis zu 1000 insgesamt, also wenn ich die 990 Level voll gekauft habe. Starting Money, Free Feature Unlock Chance. Ist ja schön, dass ich da eine Chance habe, aber wann wird die ausgelöst? Cargo Drop on Ability Activation. Ui, das ist ja auch schön. So, jetzt müsste ich mal sehen, wie viele bekomme ich jetzt? 11. Transfer will reset your ship weapon. New money and sector progress to starting values. Locked cargo containers will become available to use. Everything else will stay intact. Okay. Genau, das ist ja hier. Transfer 11 locked cargo to Dingsbums. Aber jetzt noch nicht gleich. Ich will gerade noch ein bisschen weiter schauen. Auf jeden Fall den 1er-Cargo habe ich auf jeden Fall noch bekommen. Ein Scrapper-Bonus. Okay. Wofür ich auch immer Scrapper dann. Ah. Nee, aber die heißen ja nicht Scrap da, oder? Das sind Coins. Mal gucken, ob es da auch noch irgendeinen Multiplier letztlich gibt. Aber bisher ist er noch nicht aufgetaucht. HT Rocket Chance, Shark and Drop. Min Kompass Cargo.
Auto-Use Quickload. Super. Irgendwie komme ich genau an den Stellen. Also eine Ability fehlt jetzt noch. Mal gucken, ob ich da drüber rutsche. Und Reset All Abilities. Ja, das kann ich natürlich dann machen, wenn ich die alle einmal aktiviert habe. Ja, vor allen Dingen für die halbe Stunde ist natürlich interessant. Aber die ist nur einmal pro Stunde. Also, aber zumindest kann ich den dann einmal öfter anwenden. Und das werde ich jetzt auch gleich machen, zumindest sobald ich hier noch ein paar Upgrades gekauft habe, damit er mir natürlich möglichst teure Sachen dann kauft. Und ich wollte ja den, mal gucken, den Schwarm LCR noch aktivieren, damit er wahrscheinlich auch für den dann ein Level kauft, weil ich weiß nicht, ob der auch greifen würde, wenn er, also wenn die Waffe noch gar nicht gekauft wurde. Gut, da warte ich gleich mal noch einen Moment. Nothing, enable. Könnte es sein, dass das Nothing die letzte Ability ist? Oder einfach ist er enabled, noch gar nichts. Naja, nee, irgendeinen Sinn wird er schon haben, was auch immer es ist. Also Damage Money Reward, Locked Cargo Generator. Da gibt es dann auch nochmal einen Generator. Antivirus, Damage. If no Autobuy for 30 seconds. Okay, dann müsste ich den Autobuy abschalten, damit ich einen Damage Multiplier bekomme in dieser Höhe. Wahnsinn. Money to use on Autobuy purchase. Hitchhiking Guide. Nochmal Starting Sektor. Alien Cargo Drop. Damage, MK Level, Boss HP. Non-Boss Wave Skip Chance. Das heißt, ich kann einzelne, oder habe die Chance, einzelne zu überspringen. Das sind dann 1%. Also 1, 2, 3. Das Ganze geht gerade mal auf 1%. Okay, 1 zu 100 ist dann die Chance, dass ich eine Welle komplett überspringen kann. Naja, okay. Man wird ja hier etliche Waves letztlich hinter sich bringen müssen. Okay, ich wollte den Zwarm LCR dazu kaufen. Die sind ja heftig. Mach doch mal das lila Gedöns aus. Nicht die Farbe wechseln, nur ausschalten. Weil das sieht doch ganz lustig aus. Pum, da war der Boss sofort weg. Das ist ja schön. Und dann geh doch da noch mal ein bisschen mit. Und die anderen werden hoffentlich jetzt bald mit den Multipliern dann anfangen. Bei 200 gibt es dann den ersten Multiplier. 4,8 für jedes 25. 13 für jeweils 100 und 500. 20 und 30-fach Multiplier. Das ist bei allen, denke ich, gleich. Jawohl. Ja. 6 pro Schuss und 700. Der Laser hat gar keinen Dingsbums, der ist natürlich sofort da. So, mal gucken, wie es im Moment aussieht, wenn alles aktiv ist, wie viel Chaos letztlich herrscht. Naja, konzentriert sich halt meistens auf die gleiche Richtung, weil da dann noch die Schiffe übrig sind. Und einige haben halt im Moment verhältnismäßig wenig Schaden, weil im Moment mit hoch 9 machen die Kleinen natürlich nicht allzu viel aus. Da muss ich die schon ein bisschen anheben und ein bisschen mehr Einsatz bringen. Okay, aber jetzt will ich mal die hier noch fertig machen. Und dann wahrscheinlich den ersten Reset, um die Folge abzuschließen. So, Starting Money, Waves pro Sektor. Ah, hier komme ich nochmal 3. Das heißt, da ich ja vorher schon 5 habe, bin ich dann bei 7 Waves. Vorausgesetzt, die Waves gehen nicht noch weiter als bis 15. Mal gucken, wie weit sind sie denn aktuell? Sind sie jetzt im Moment mehr als 15 oder? Ne, es sind 15 geblieben. So,
Starting Money, Ability Cooldown. Ah, hier habe ich nochmal einen Ability Cooldown. Gut, dann geht es doch noch ein bisschen weiter als nur bis 70%. So, bei 1000 komme ich hier nochmal auf 50% runter. Wahrscheinlich dann, wenn ich vorher von den 70% ausgegangen bin, komme ich dann auf 35% runter, weil ich denke nicht, dass es dann auf 20% runterkommt, weil das wird wahrscheinlich hintereinander multipliziert. Aber schauen wir mal, wenn ich da irgendwann so weit kommen sollte, bis zu diesem Punkt. Log Overdrive at 0. Wie at 0? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe, dass ich den dann auch höher schieben kann und der eben nicht nur bei 0 eingestellt wird. Naja, mal schauen. Starting Sektor nochmal erhöhen. Boss Wave, Triple Locked Cargo Reward Chance. Starting Weapon Level, Alien Cargo Drop. Das sind dann wieder die Sachen. Also es gibt sozusagen mehrere, die das gleiche Zeug bedienen und dann einfach dann später aufgelevelt werden, um dort einen passenden Multiplier hinzubekommen. Das ist insofern auch, denke ich, ganz praktisch, weil man die dann eben mit unterschiedlichen Formeln belegen kann, was dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich besser ist, als wenn man das alles versucht in einen zu stecken und man natürlich dann die Schwierigkeit hat, entweder, dass man hier nicht so eine einfache Formel hat für die Kostenanhebung, sondern dass sie eigentlich dann anders skalieren müssen, oder dass eben die Formel nachher, wenn man die zu hoch setzt, einfach dann zu viel oder oder sich nicht mehr lohnt. Also von daher nachvollziehbar, dass das in verschiedenen Stufen letztlich sich die Teile dann wiederholen. Aber wieder ein Starting-Sektor, Money Reward. Ah, hier ist der letzte. Okay, nee, der Kompass. Bonus, add 1 bis 2 Cargo. Ey, cool. Das muss ich ausprobieren. Jetzt habe ich 3 Cargo. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt noch den Jack in the Box. Und mal gucken, wo die 10 Level dazukommen. To random weapon. Warte mal, das muss ja zu einer dazugekommen sein. Das heißt, okay. Meine MK hat die bekommen. So, dann kann ich jetzt als nächstes, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, beziehungsweise ich kann jetzt nochmal alle starten. Und dann den Reset All Abilities. Boah, das ist ja cool. Aber da macht es ja keinen Sinn, dass das 2 Stunden Cooldown hat, wenn ich das nach einer Stunde resetten kann. Das ist an der Stelle etwas unlogisch. Aber machen wir gleich die nächsten Cargo dazu und nochmal 10 Level für eine weitere. Okay, dieses Mal hat die Scatter Cannon die Level bekommen. Cool. Und das war anscheinend auch das letzte Upgrade. Also bei 200 ist eben der letzte Bonus, weil sonst wäre ja schon der nächste aufgetaucht. So, dafür bekomme ich jetzt aber hier die 4,8. Habe ich jetzt das erste Mal den Bonus bekommen. Jetzt habe ich Exponent 7. So, wenn ich jetzt meinen Multiplier natürlich nach oben pushe, dann habe ich hoch 8. Naja, das hilft jetzt nicht so viel bei einem Exponenten hoch 10. Da ist im Moment weiterhin noch mein Schwarm-LCR eigentlich, der Schwarm-Locked-Range eigentlich das effektivste momentan natürlich. Die anderen können da im Moment noch nicht anschließen. Hm. Okay, also jetzt bin ich hier noch nicht ganz durch. Okay, Color Crystals on Boss Sector Amount. Dann Critical Chance Waves per Sektor. Hier bekomme ich nochmal 3 weniger. Das heißt, von 7, dann bin ich noch bei 4. Aber das ist natürlich schon exorbitant teuer. Wow. 10 hoch Level mal 10 hoch 6.
Also das erste ist natürlich mit 1 multipliziert. Das heißt, dann kommen einfach nur 10 hoch 6 dazu. Das sind gar nicht so viele, weil dann ist es von 73 auf 83 oder so. Oder? Aber Level 2 ist dann natürlich schon auch nur 20. Na, ist es gar nicht so stark. Der dritte ist dann... Bei 2, Exponent 2 habe ich natürlich schon statt... komplett verkehrt. Das heißt, das müsste ja dann... Hoch 0 ist im Endeffekt 1. Hoch 1 ist im Endeffekt 10. Das heißt, ich habe 100.000 Zuwachs. Beim nächsten Mal habe ich 10 hoch 2. Das heißt, 100 mal Dingsbums. Das heißt, dann bin ich schon bei 7. Also Exponent 7. Und dann bei 3 habe ich nochmal ein Exponent 8. Also das ist dann doch nicht so ohne. Also schon ordentliche Anhebung an der Stelle. So... Buff Duration, die können dann auch nochmal verlängert werden. Money Reward, Starting Sektor, Check in the Box. Compass Cargo Multiplier, das ist ja der, den ich hier gerade hatte. Heißt eigentlich irgendeins von euch Nothing? Toystar. Ah, Toystar ist irgendwo und Scrapper ist auch aufgetaucht. Okay, das sind die Sachen, die ich vorhin nicht ganz zuordnen konnte. Aber was Nothing ist, weiß ich jetzt immer noch nicht. Und das war's. So. Death Ray Boss Damage, Quick Reload, Self CD Reduced Chance, Bomber Bay Projectiles per Shoot und Damage. Aber irgendeine HP habe ich eigentlich nicht. Also ich kann eigentlich nicht verletzt werden, soweit ich das sehe. Jo. Gut. Dann kann ich jetzt den Second Hand Shop noch freischalten. Und. Danach die Gaming-Maus. Unlock Features will have no level. Bonus is activated after... Moment. Natürlich, die Dinger heißen ja so. Das heißt, der Tsar Cannon Monument und Second Hand Shop ist einfach nur, dass ich natürlich den Money Reward habe. 20 plus 5 mal Level. Aber die Dinger sind im Moment immer Level 0. Das heißt, ich habe noch gar keinen Bonus davon. Sondern müsste erstmal ein Level kaufen. So, das kostet mich hier jetzt 1. Das heißt, dann würde mein Damage steigen, aber ich will erstmal meinen Money Reward natürlich hochholen. Das heißt, ich habe jetzt 25% Money Reward. Gut, also soweit zu diesen ganzen komischen Dingern. Und ich bin jetzt inzwischen Sektor 100 und dann müsste ich ja jetzt bei 80. Wieso sind da eigentlich so wenig dazugekommen? Ich habe doch nach dem ersten, den ich gekillt habe, schon Receive Lock Cargo vom Boss Kills after Sektor 20. Ich denke, ich habe noch einen Bonus bekommen bei Level 100. Habe ich jetzt natürlich nicht so sehr drauf geachtet. Aber dann mache ich jetzt den Transfer. Do you want to transfer 13 Lock Cargo to new ship and abandon current one? Transfer Cargo will be available on new ship. Okay. Ja. Ach, der Sektor 1 beginnt auch mit 15. Das habe ich so gar nicht in Erinnerung gehabt. Ich dachte, der wäre kürzer gewesen. Aber vielleicht hat das auch mit dem Tutorial zu tun gehabt. So, die sind ja jetzt aufrechterhalten. Wieso kann ich den dann noch nicht kaufen? Weil ich den anderen noch nicht gekauft habe. Achso, ich habe jetzt 58. Ich denke schon, 58.000? Warum kann ich die 70 nicht kaufen? Ja, okay, weil ich keine 70 habe, sondern ich habe nur 58, irgendwas. Also so den ersten Auto-Level mal nehmen und eben jetzt mit dem letzten Reset. Also Destroyer habe ich schon eine ganze Menge. Bäcker, Weaponsmith, Scholar Crystals, Transfers. So, das war mein erster Transfer. Den habe ich jetzt auch die erste Stufe bekommen. Reassemblies bin ich jetzt schon bei 29. Reassemblies, das sind die diese Upgrades. Davon habe ich schon 29 gekauft und davon die zählen wahrscheinlich linear hoch. Das heißt, jede Stufe ist ein so ein Reassembly und die gelten dann nur einmal. Also wenn ich den zweites Mal das gleiche kaufe, was ich schon mal gekauft habe, würde es nicht gelten. Hier fehlt noch ein zweites MK-Upgrade, das kann ich ja jetzt mal kaufen.
dann habe ich da auch die erste Stufe voll und Riron. Naja, das lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht dafür extra einen auszugeben. Und vor allen Dingen muss ich die 10 mal, also 10 Cargos dafür, um da jetzt einen Lock-Cargo-Reward-Bonus zu bekommen, ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Vielleicht mache ich das bei den nächsten Durchläufen, wenn ich dann tatsächlich einfach mal 10 über habe. Weil wahrscheinlich wird sich das nur um 1% erhöhen. Da sollten dann schon wenigstens 100 Cargo, also Lock-Cargos bei rumkommen, bevor sich das lohnt, das freizuschalten. So, Color Crystals, da brauche ich eigentlich 5 dann. Das habe ich jetzt zwar die Errungenschaft bekommen, aber hier hat das noch keine Auswirkung gehabt. Da will ich aber mal noch eine zweite Farbe sehen. So, jetzt zeig mir mal braun. Naja. Okay. Mal sehen, was für Farben und sonst was da sind. So, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Das Gaming Maus, Money per Click. Prozent auf Anime Reward. Na, da werde ich doch auch mal noch. Naja, wenn ich die freischalte, dann kann ich hier keine Level mehr dazu holen. Dann lieber hier noch ein bisschen das Money Reward nach oben. Wie waren das die Kosten? Okay, die steigen. Eigentlich sollten die um 1 steigen. Aber im Moment zahle ich doch trotzdem nur 1. Okay, so und dann jetzt hier mal noch den auch aktivieren. Und dann habe ich 40% Damage Bonus. Ja, jetzt gilt es für mich, hier weiter irgendwie die Sektoren durchzulaufen und kann euch erstmal nichts weiteres zeigen. Und wahrscheinlich habt ihr jetzt tatsächlich schon alles gesehen, was möglich ist. Auch noch nicht in ihrer Auswirkung, aber letztlich sind damit ja alle Sachen freigeschaltet. Also alle Sachen sichtbar, die freigeschaltet werden können wahrscheinlich. Es wird halt nur eine Ewigkeit dauern. Also das sind die Unlocks und das andere sind dann die Levelpreise. Genau, und das bleibt immer bei 1. Sie haben einfach keinen Multiplier drin, deswegen ist es okay. Das hier wird sich dann mit jedem Level vervierfachen, was ich dort an Geld bekomme. Und hier kann ich dann irgendwann das freischalten. Aber erstmal muss ich die anderen freischalten, das heißt, ich kann die auch nicht gezielt vorziehen, sondern ich muss tatsächlich die nach und nach freischalten. Genauso wie ich die Waffen. Oh, jetzt kann ich den Waver natürlich gar nicht mehr freischalten. Naja, wobei ich kann ja noch ein paar Cargos so einsammeln. Da gibt es noch viel, viel zu tun und viel Spaß damit, hier durch den Weltraum zu rasen und im. Wie hieß das? Alien Defender? Hieß das so? Alien Invasion oder so ähnlich hieß doch das damals. Wo man auch hier einfach nur solche Gruppen letztlich abschießen musste, um dann ja eigentlich auch nur irgendwelche Städte hier unten zu retten. Und immerhin, bisher schießen die nicht zurück. Das war bei dem anderen ja dann doch so, dass hier ab und zu dann irgendwelche Tropfen oder irgendwas runtergetropft sind, die dann erst die Häuser da unten aufgelöst haben, bevor sie dann mir gefährlich werden konnten. Aber soweit für heute und für die erste Folge für das, ja, der Name Transport Defender, also ein neues Klickerspiel, Transport Defender, wobei das Klicken aber eine recht beschränkte Auswirkung hat. Also die größte Auswirkung ist aus meiner Sicht noch der Mousebreaker, der Money Reward Multiplier. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.